Thank God it's Friday, cruising with Charles Shaw. Lloyd, ich habe gehört, hier in der Gegend habe ich einen neuen Künstler. Wo Cruz mit mir heute? Ich weiß nicht, wo er ist. Der soll kommen, aber ich kann nicht sagen, wo der ist. Ist er... Ach, come on, sir. Hi, man. Nimmst du mich mit? Ach, du Scheiße. Ajo, nehme ich dich mit. Ajo, das will ich aber auch hoffen. Okay. Wie heißt du? Ich bin Jan, the German Jetman. Kennst du mich nicht? X-Men, Wolverine, you know? Ja, ist alles gut. Alles gut. Okay. Alles gut. Okay. Und, du musst auch keine Angst haben. Nee, ist alles gut. Ich nehme dich mit, aber pass auf. Okay. Du musst deine Safety Girl nicht schneiden, nur anziehen. Okay, meine Krallen fahre ich ein? Ja, bitte. Bitte. Aber nur kurz. Okay, und du bist der German. Genau, Jackman. Ich bin der German Jackman. Ich bin das offizielle Wolverine X-Man und du Jackman. Ich bin damit überall unterwegs. Okay. Und sie cruisen mit mir? Sehr gerne. Sie musst mit mir cruisen, wenn ich dich mitnehme, dann musst du mit mir cruisen. Okay. Genau. Und ich habe gehört, dass du magst viele Moment. Excuse me, sir. Ganz kurz, sir. Ich möchte dich nicht stören und lässt du mich nicht schneiden mit deiner Kralle durch. Nein, ich pass auf. Auf jeden Fall, wir machen ein bisschen Cruise. Ja. Und dann kannst du mir ein bisschen was erzählen von dir. Und wo machst du dein Ganze? Du weißt, du bist in der Volvo XC90. Ja, ich erzähle dir alles ein bisschen. Nein, du weißt, du bist in der Volvo XC90. Ich bin im Volvo, ja. Knallert, wahnsinniges Auto, ja. Bin ich total begeistert, muss ich sagen. Ja, aber aufpassen auf die. Mit deiner Kreide, do, dass du nicht schneidest, dass nichts. Ja, okay, ja, ich passe ein bisschen. Okay, alles klar. Ja. So, jetzt fahren wir ein bisschen los und dann kannst du mir ein bisschen was erzählen. Von wo kommst du, genau. Mr. Jackman? Genau, ich komme aus der Nähe von Frankfurt, Wetzlar, Gießen. Kennst du Wetzlar? Ah ja, natürlich. Ja, gut. Wetzlar ist eigentlich eine recht kleine Stadt und ja, da bin ich in dieser Geschichte momentan auch sehr viel unterwegs. Okay. Wetzlar, Gießen, jetzt war Wochenende in Gießen, waren wir auf zwei Veranstaltungen, auch für Charity-Events bin ich auch natürlich für guten Zweck. Ja, verstehe ich. Mag ich auch ab und zu und deswegen, ich muss gucken hier, dass es alles ausmacht, dass nichts stört bei meinem Cruisen mit dir. Ja. Und das ist mir Liebe, dass ich nichts da verstellen und dass du nicht mit deiner Keile nur irgendwo auf meinen Hals gehst. Nein, ich passe auf mich ab und zu mal ein bisschen. Ah, okay. Ja. Kannst du dich auch rasieren mit das? Ja, manchmal. Rasieren ist schlecht, aber schneiden kannst du auch mal stehen. Also, das ist kein Problem. Das ist alles gar kein Problem. Okay, genau. Okay. Gut. Das ist gut zu wissen. Normal cruise ich mit Singers und Musicians. Aber dann habe ich gedacht, okay, meine Cruising junge Damen, vorbei. Ist eine Plattform für all Artists, also jeder Künstler. Ja, und, das ist eine sehr gute Idee. Finde ich toll, ich finde das Cruisen mega. Und dann habe ich gedacht, okay, dann werde ich heute mit dir cruisen. Die haben mir nicht gesagt, wer cruise mit, die haben nur gesagt, du pass auf, es gibt jemanden, kannst du ihn mitnehmen, der muss irgendwo hin. Und habe ich gesagt, okay, ist er Künstler? Ja, der ist ein Künstler. Und jetzt bin ich überrascht. Genau. Wie geil ist das? Ja. Aber ich habe gehört, dass du hab viel mit anderen Künstlern zu tun. Genau. Also ich bin auf Events viel unterwegs und ich plane auch selbst verschiedene Events. Okay. Arbeite mit vielen Künstlern zusammen. Auch aus der Modebranche, im Schlagerbereich und natürlich aber vor allem halt richtig mit geiler Musik, mit vielen guten Künstlern zusammen. Das ist auch interessant. Sehr interessant. Ich nehme gute Künstler auch hier drin. Thank God it's Friday Cruising with Charles Shaw. Siehst du, ich bin verdammt nervös mit deiner Kreide. Das passiert viel. Ja, ich weiß, deswegen halte ich meinen Abstand und ich sage, ich bin dein bester Freund. Genau. Alles gut. Und, ich habe auch keinen Zucken, also von daher, es passt alles. Ich merke mich schon. Also, es passt absolut.
Die Chemie stimmt, von daher, dann ist alles gut. Okay. Aber ich bin ja auch auf der guten Seite. Wolverine ist auch auf der guten Seite. Okay, deswegen fährst du auch in einer XC90 Volvo. Muss ich sagen, ein mega Auto, das gefällt mir sehr gut. Vor allem habe ich hier auch Platz. Ja, ja natürlich. Ich mal ein bisschen natürlich. Platz, also. Die ist nicht nur vom Sound gut, die ist auch vom Luxus gut. Ja, absolut. Das ist, eins kann man sagen. Wie sieht es aus mit euren Künstlern, dass du kannst, Künstler, wo du kannst? Sind die gute Künstler? Singen die gut? Oder ja. Gute Stimme? Ja. Natürlich. Ich habe da, wie gesagt, einige sehr, sehr gute. Und momentan, letzte Woche habe ich eine absolute Granate kennengelernt. Okay. Das war von der Stimme, muss ich sagen, Charles. Hat mich weggehauen und vor allem kann ja sogar mein Lied sogar singen. Also ich habe ja einen eigenen Song, also nicht einen eigenen, aber Wolverine hat natürlich einen Song, wenn man die Filme kennt. Und da gibt es einen mega geilen Song und den kann der sogar singen, den Anfang. Wenn du das hörst, drehst du durch. Der kann sogar singen am Anfang? Ja, der kann den Anfang sogar. Soll ich den mal laufen lassen kurz? Kannst du mir den Song irgendwie... Den haben wir nicht da drauf, der singt den wirklich a cappella. Der singt den so, das hört sich so geil an, das ist der Knaller. Ja, wie heißt der Song? Hör den an, du kennst den. Ich will ihn gar nicht sagen, du wirst es gleich hören. Und der singt a cappella? Der singt ja a cappella, haut sich von den Socken. Das ist auch mein Klingelton natürlich auf dem Handy. Das ist der absolute Hammer. Okay. Und singt der mit Musik oder ohne Musik? Ohne Musik, der singt den so. Der singt ihm so? Ja. Okay, ja, und wo ist er? Wo holen wir ihn ab? Wir können den gleich. Ich habe den zufälligerweise, ist der hier hinten in der Ecke, habe ich den eben gesehen. Du hast ihn eben gesehen? Ich habe den eben zufälligerweise gesehen. In der Ecke? In der Ecke. Okay. Der ist okay. In der Ecke. Ich könnte den gerade mal, den einladen, wenn du Lust hast. Ja, auf jeden Fall. Ja, das muss. Auf jeden Fall. Echt? Ja. Ja. Vor allem, wenn man reinkommt, singt der dann auch kurz für mich meinen Song. Krieg ich Gänsehaut. Der soll anfangen zu singen? Einer soll einfach anfangen. Oh, Father, help me. Do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. Okay. And way down we go. And way down we go. Hello, everybody. Oh, du bist da. Yeah. Wahnsinn. Hey, was ein Zufall. Komm, wo kommt der her? Wo kommt der her? Du hast gesagt, wir holen ihn. Der Volvo ist ein Zauberauto. Ja, das ist Volvo. Boah. Ja, der hat dich gebeamt. Du musst dich beamt wieder anziehen. Ja, ich schnall mich hier in der Mitte an. Wie hast du das gemacht ohne das Schnallen? Das hat vorher nicht gebeamt. Ja. Ich hab mich auch mal hier an der Gott, also, ich muss das jetzt weitermachen. Ich bin da ein bisschen total durcheinander jetzt. Ja. Hi. Komm doch ein bisschen, dann sicher ein bisschen vor. Komm ein bisschen vor. Gesicht, dass wir das sehen. So. Ach, ich mach mal so, ja, sieht man. Ja, die gleiche Hautfarbe wie du, sieht man auch nicht so gut hier im Licht. Ich zieh mal die Brille ab, dann sehe ich ja mega. Ja. Ja. Sehr geil. Okay, mein Freund. So. Sie haben jetzt gerade a cappella gesungen. Genau. Wie heißt du? Ich bin Robel, Robel Ambaye. Ich hab dich gesehen. Ich weiß genau wo. Yes. Bei The Voice. Yes. Richtig, genau. Ich hab dich bei The Voice gesehen. Und ich hab nicht verstanden, warum die Idiots hab nicht rumgedreht. Ja, für mich war es auch schade. Für mich trotzdem, die Erfahrung war cool. Das war echt geil dabei zu sein, weil da sind echt so viele verschiedene Künstler mit so viel Gabe. Und mit denen dann alle da zusammen zu sitzen und zu singen, das war der absolute Hammer für mich. Das glaube ich dir. Ja, die Erfahrung war schon geil. Das glaube ich dir, 100%. Ja, aber natürlich, wenn du da oben stehst, willst du halt auch, dass jemand drückt. Wir haben es gesehen, so. Ich weiß genau. Wir haben dich damals gesehen, das kann nicht wahr sein. Der war so geil, die Stimme war der Hammer. Ja, es war wirklich geil. Ja. Es war der Hammer. Schade. Aber, Leute, wir kommen gleich wieder und dann wird er richtig singen. Yes. One love. Ciao, ciao. In a Cruise-Mobil. Thank God it's Friday. Cruising with. Young the German Jackman. Young the German Jackman. Yes. Und Robert Ambaye. Robert Ambaye.
Bis gleich. Ihr kriegt mich nicht los. Wir kommen wieder. Ciao. Ciao.